Mich hat die Frage erreicht, Carmen. Ich will nicht, dass mir irgendwer Freundschaftsanfragen auf Facebook schickt. Wie stelle ich das ab? Klare Antwort, das geht, wenn du komplett die einsame Insel gibst, also überhaupt keine Freundschaften annimmst. Auch nicht von Familienmitgliedern und keinem. Du kannst die einsame Insel geben, mit absolut niemandem auf Facebook befreundet sein. Fragt sich dann natürlich, was du auf einem sozialen Netzwerk suchst, bei dem es um soziale Kontakte geht. Aber gut, deine Entscheidung. Ich zeige dir jetzt, wie du das einstellen kannst und ich zeige dir, wie du es einstellen kannst, dass du zumindest besser regulierst, wer dir überhaupt Freundschaftsanfragen schicken kann, wenn du nicht auf die komplette Insellösung hinaus willst. So oder so, du gehst bitte auf den Punkt hier oben rechts, auf den Dropdown-File und wählst den Punkt Einstellungen aus. Dann gehst du auf der linken Seite auf den Punkt Privatsphäre. Und danach gehst du hier auf den Punkt, wie du gefunden und kontaktiert wirst. Und dann siehst du hier, wer kann dir Freundschaftsanfragen senden. Das kannst du bearbeiten und da hast du dann die Möglichkeit zu sagen, alle oder die Freunde von Freunden. Du kannst es hier also nur einstellen, entweder alle, Gott und die Welt darf dir eine Freundschaftsanfrage schicken, oder du grenzt es ein und sagst nur diejenigen, die jemanden kennen, die zumindest ich schon mal kenne, also der Freund meiner Freundin, die Freundin meines Freundes und so weiter. Wieso habe ich jetzt vorhin von dieser Insellösung gesprochen? Ja, ganz klar. Wenn du keine Freunde hast, können auch keine Freunde von Freunden dir irgendwelche Freundschaftsanfragen schicken. Ich komme mir ja vor wieder, Fischers Fritze. Also, das heißt, wenn du keine einzige Freundschaft auf Facebook eingehst, dann kann dir natürlich auch kein Freund eines Freundes eine Freundschaftsanfrage schicken. Das ist die einzige Möglichkeit, um zu verhindern, dass du Freundschaftsanfragen erhältst. Eingrenzen kannst du es, indem du sagst, Freunde von Freunden. Wenn dir das egal ist, wer dir eine Freundschaftsanfrage schickt, dann lass es auf alle und dann sortiere einfach durch. So mache ich es. Ich brauche es ja beruflich auch. Ich schaue mir die Sachen dann immer an. Wer hat mir gerade eine Anfrage geschickt? Gibt es eine Begründung dafür? Kann ich so irgendwie erkennen, dass wir Gemeinsamkeiten haben? Also auch selbstständig oder auch in Sachen Kirche irgendwie aktiv. Also das sind so die für mich Gründe, die ich dann abwäge, wo ich dann sage, ja, Freundschaftsanfrage annehmen oder ablehnen, je nachdem. Gut, also du weißt Bescheid, drei Möglichkeiten, entweder du sagst alle, jeder darf mir eine Freundschaftsanfrage senden oder du sagst nur die Freunde von Freunden, also nur Leute, die jemanden kennen, mit denen ich sowieso schon befreundet bin. Und wenn du da dann eben ganz konsequent überhaupt keine Freundschaften auf Facebook annimmst und dann nur alleine auf Facebook unterwegs bist, wobei ich mich wie gesagt frage, wieso bist du dann auf Facebook, dann kann dir eben auch kein Freund eines Freundes irgendwie eine Freundschaftsanfrage zusenden. Das war's zu dem Thema Deaktivieren von Freundschaftsanfragen. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst oder wenn du dich auf anderen meiner sozialen Netzwerke mit mir verbindest. Bis dann, bis die Tage, bis zum nächsten Mal. Tschüss!